Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir sind immer noch im letzten DLC. Also wir sind im letzten DLC. Immer noch in diesem komischen Pseudo-Gefängnis, das von Vitrax geführt wird. Okay. Die werden unfreundlich. Also laden wir einfach gleich nochmal. Ich will versuchen, hier durchzukommen, ohne alles anzuaggroen. Und irgendwie sollte das gehen. Am Schluss wird wahrscheinlich eh alles sterben. I'm here. Certainly. So, ich versuch's halt mit Schleichen. Ein ungewöhnlicher Hund und eine schimmernde Traumbestie. Was passiert, wenn ich hier aufmache? Okay, dann sind die. Okay, ich kann nichts aufmachen, ohne die Insassen anzupissen. Ist schon mal gut zu wissen. Okay, das bedeutet aber eigentlich auch, dass ich an dem Vitra-Rolling vorbei muss. Und nur oben lang kann. Raubbestiengehege, Ratungehege, Sporngehege, das schon total überwuchert ist und alles andere. Absolutely. Ja, weil hier gibt's keine Wege mehr weiter. Oh shit. Okay. Nee, sowas brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe gerade Erleuchterer gelesen statt Erleuchteter.
Ja, mein Hauptproblem ist der Vitrak. Indeed. Yes? Okay, dafür muss ich die Gruppe sammeln. Das ist... etwas anstrengender. Vor allem, weil Fenrir ziemlich leicht aufgedeckt werden kann. Okay. The ship who comes to muddy the light. Oh, of course. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn wir das Orgelteil da zerstören. Ja, Vitrags ernst nehmen, bitte. Versteinerung, nö. Ja, und sie. Vielleicht war er der Einzige, der mich entdeckt hat. Happy to oblige. Nein. Der da hat mich noch entdeckt. Okay, der letzte will auch noch. Most inconvenient. Nee, den will ich nicht. Nein, den auch nicht.
Mantel des Todes, ätzende Haut. Ätzende Haut! Hm. So. Don't push me, Amika. Say your prayers. Was passiert, wenn ich das Teil zerstöre? Hey, watch it with that. Hey. Nichts Gutes. Gut. Habe ich nochmal die Möglichkeit, den Safe zu laden? Also, wir wissen keinen Bogen gegen sie einsetzen, das schleudert sie zurück. Yes? Hey, I'm sorry. Okay, erst muss der hintere weg, denn der ist der stärkere Magier. Das hat auch nicht ganz so gut geklappt. Hehehehe. Und ja, dieses Mal dran denken, sie gleich umzustellen. Dass sie nicht irgendwelche Zauber rausballert gegen den Gegner. Stimmt die Formation eigentlich? Ja, die stimmt. Ah ja, die Formation bitte. Der hau ihn um. So help me God, I'll whoop the next one of you who takes aim at me. Okay, Hagrim, Heilung. Haut ihm bitte schnell um. Oh Mann, ey. Den Tod zu kriegen, ist nervig. Den Tod zu kriegen, ohne dass jemand verletzt wird, ist nerviger. Dann kriegt er einfach gleich mal einen Herzschuss. Außer der Maultiertritt. Du? Nein, nein, nein. Du E10. Du das.
Gut, das. So, der. Ach, trete den mal. Müssen wir doch erst den Rohling loswerden, weil der das böse Ding macht? Okay. Und ja, ich weiß, ich stelle mich gerade schon wieder ein bisschen doof an.